Mir ist so kalt am Kopf. Wo ist meine Mütze? Hallo liebe Leute, Film läuft, ich auch. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt hoffentlich die Weihnachtszeit genossen und seid gut reingerutscht. Ich wünsche euch noch ein gesundes, neues und erfolgreiches Jahr. Ja, ich muss auch an dieser Stelle mich mal bei euch ganz doll bedanken. Ihr seid ja irgendwie immer mit dabei gewesen und das ist für mich eine riesige Motivation. Ich habe im letzten Jahr 2070 Kilometer zurückgelegt. Und das in 200 Stunden, das ist jedenfalls das, was ich mit der Uhr, mit Strava mitgelockt habe. Da sind noch ein paar Einheiten auf dem Laufband, die da noch gar nicht dabei sind. Ja, dafür danke ich euch, dass ihr mich irgendwie immer wieder motiviert. Ihr habt einen großen Anteil daran. Ich hoffe, ich kann davon auch ein bisschen was zurückgeben. Ja, vielleicht habe ich ja den einen oder anderen von euch mal dazu gebracht, mal wieder was draußen zu machen. Vielleicht seid ihr sowieso dauerhaft am Trainieren. Ja, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt im neuen Jahr mit sowas anzufangen. Statistisch gesehen sind die meisten Leute, die jetzt in unsere Sportart einsteigen, jetzt am Start. Leider bleiben dann nicht so viele dabei. Aber guckt mal, jetzt raus hier, das Abenteuer beginnt vor deiner Haustür. Ja, die Vögel werden auch immer moderner. Die nehmen schon Angelsehne zum Nestbau. Schaut euch das mal an. Ich freue mich auf ein Jahr prall gefüllt mit neuen Abenteuern. Einige Läufe sind schon gesetzt, der Leipzig-Marathon, der Muldentaler Städtelauf, der Sportcheckrun. Und dieses Jahr bin ich auch das erste Mal beim Rennsteiglauf dabei, da wollen wir einen Halbmarathon machen. Ja, immer wenn ich mit meinen Kumpels DJ, Jörg und René losziehe, ist das was ganz Besonderes. Es macht mir echt Spaß, so eine Runde zu drehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Hoffentlich klappt es so oft wie möglich. Ja, ein spannendes Jahr wird's. Jetzt gibt's auch so eine Challenge bei Runners World. Im Januar jeden Tag laufen. Also mindestens 1,6 Kilometer muss man dabei, glaube ich, machen. Ja, ich würde es schon gern mitmachen. Ich weiß noch nicht genau, wie sich's mit dem Trainingsplan bei mir für einen Marathon verträgt. Mal gucken, ob ich mit einsteige. Es ist ja heute noch Zeit anzufangen, oder beziehungsweise ich bin ja heute schon die erste Etappe unterwegs. Ja. Wenn ihr bei meinen Abenteuern immer mit dabei sein wollt, dann vergesst nicht, unten den Kanal zu abonnieren. Und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis demnächst.
Ciao. Hallo ihr Lieben, Film läuft, ich auch. Oh, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Schaut mal da nach oben, wer da angeflogen kommt. Ja, da beginnen wir nochmal von vorn.